Ja, hallo, liebe Koop-Freunde, ich bin's, der Tenchi, und neben mir, da steht der Old Bull. Ja, die Old Bull-Miezekatze. Wir haben heute was ganz schön Krasses vor, liebe Freunde. Nicht erschrecken, wir haben offscreen ein bisschen was gemacht, abgesehen vom Farm, weil wir haben uns ein paar Steine geholt, denn wir wollen wieder eine kleine Baufolge machen. Guck mal hier das Inventar an, oh mein Gott. Problematisch wird es jetzt nur, naja, ihr werdet ja selbst sehen, wie unsere Welt jetzt aussieht. Wir haben auch hier ein bisschen umgebaut, weil das einfach zu viel ist für eine Folge. Wow, ja, ja. Was ist passiert, Old Bull? Was ist hier los? Es ist alles weg. Shit. Es ist alles weg, alles weg, alles weg. Ja, wir haben hier tatsächlich die ganze Burg abgetragen. Die unsere Zimmer haben wir stehen gelassen erstmal. Hier geht's dann runter und so weiter. Ja, und das machen wir, weil wir dann doch keine Burg bauen wollen. Hier ist übrigens noch ein Blatt. Wir wollen jeder sich für sich halt ein Haus bauen quasi. Ne, das ist, Versuch zumindest wird das. Ich habe keinen Bock mehr, mit denen zusammen zu wohnen. Ich will lieber eine eigene Wohnung haben. Ja, ich auch. Also wir haben uns ein bisschen gestritten. Die Kuh furzt mir zu oft. Ja, und das liegt in meiner Natur. Und sie will mir nichts von meiner Natur verurteilen. Und sie will mir nichts von ihrem guten Gras abgeben. Was? Ja, ist halt so. Frisst alles alleine. Ja, und ja, deswegen haben wir hier auf jeden Fall sehr viel abgetragen. Wir haben auch ein paar Zuschauer, die online waren. Hier, da waren glaube ich noch ein bisschen mehr. Die waren dann auch in unserer Farmwelt, weil wir ja die Steine abgetragen haben. Ich habe noch so Holz und Strohsteine und sowas. Die waren dann auch kurz hier. Und dann dachten wir, wir könnten eigentlich eine Folge machen, wo wir zusammen mit den Zuschauern, die gerade da waren, unsere Burg abtragen. Weil das könnte man in eine Folge dann reinquetschen, wenn man dazu 4, 5 Leute sind, geht das ja recht schnell. Allerdings hat Ultbull mich dann auf etwas hingewiesen, was ich so gar nicht im Auge hatte. Richtig. Gibt nämlich ein bisschen eine Problematik mit den Berechtigungen. Man hat ja die Möglichkeit, Freunden Berechtigungen zu geben. Hier, so, ne? Zack, Baugenehmigung hat der Tenchi hier. Ja. Allerdings, wenn ich jetzt irgendjemand anders irgendeine Berechtigung gebe, kann der sich hier irgendwas hinstellen. Wenn der allerdings, also könnte er jetzt auch abbauen, uns helfen beim Abtragen und so weiter und so fort. Allerdings, wenn der jetzt hier irgendwo uns trollen will, dann stellt er hier 30 Kisten auf. Wir können die nie wieder abbauen, egal wie. Der Ulbu hat mich getrollt, der hat hier meinen Zugang zugemacht. Das Sack. kriegt man nie wieder weg, die Kisten. Nie wieder, egal ob wir dem die Berechtigung wegnehmen, dann zu bauen oder sonst irgendwas. Wir kriegen die Kisten nicht weg. Wir haben es getestet, Ulbu. Ich habe mir mal die Kiste hier leer gemacht. Ulbu hat mir die Rechte entzogen. Ja, und dann konnte er die Kiste trotzdem nicht abbauen. Und auch diese Gerätschaften hier, alle Gerätschaften, die man so bauen kann, wenn das dann jemand hier hinsetzt, einfach nur zum Trollen, dann kriegen wir die nie wieder weg und müssen immer ringsherum bauen, weil wir die nicht abbauen können. Richtig. Und dann ist wieder dieses, habe ich zum Ultbefans auch schon gesagt, das ist dieses alte, altbewährte Prinzip. Nur weil einer Scheiße bauen könnte, müssen alle, die es nicht machen, darunter leider leiden. Weil das Risiko würde ich ungern eingehen wollen. Ja, ich auch nicht. Deswegen können wir leider, wenn wir Baufolgen machen, da jetzt nicht viel machen mit euch. Das fanden die Zuschauer wahrscheinlich auch ziemlich scheiße und ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Ich meine, das ist ja der Sinn dahinter, ist halt einfach, dass wir die Welt auch ein bisschen schützen müssen davor, vor so einem Trollenscheiß. Ja, finde ich echt schade, weil wir hatten. Ist halt immerhin ein Let's Play hier, ne? Und das sind halt für Videos, die ihr dann irgendwann angucken wollt und könnt. Und wenn wir hier. Wir haben nur eine Welt. Also wir können nicht irgendwie sagen, okay, wir machen eine neue Welt oder was. Bei mir könnte man. Bei uns können wir es vielleicht bei mir machen. Aber selbst wenn wir dann bei mir das machen würden, dann nochmal das Gleiche, dann müssen wir es wieder so machen. Aber ihr wollt das ja zum Beispiel auch nicht. Stellt euch vor, wir würden bei euch in die Welt gehen, würden solche Kisten überhin klatschen. Und ihr könnt die nicht mal wegmachen. Ja? Das fändet ihr auch ziemlich scheiße. Das ist halt ein bisschen blöd. Das mussten wir einfach nochmal an, weil hier der Nikolas zum Beispiel, der gerade wieder reinkommt, ne? Der hätte zum Beispiel mitgebaut, aber er kann es halt einfach nicht, weil es jetzt einfach leider nicht geht. Ja. Richtig, leider, leider, leider. Schade, schade, ist aber doch so nun mal geworden. Leider. So. Okay, Nikolas. Ich glaube, wir fangen einfach mal an, ein bisschen mit Bauen. Willkommen in der Aufnahme, Nikolas. Ich frage mich nämlich gerade, ob der... läuft der schon, Ultbull? Kannst du das mal sehen? Ah, nee, doch. Wer? Wer läuft? Nein, ich bin still, keine Sorge. Ich guck nur zu. Hä? Woher weiß er, dass wir aufnehmen? Ich weiß es nicht.
Lol, okay. Ich habe keine Ahnung. Der Ulbu fängt schon an mit Bauen. Scheiße, ich habe doch gar keine Idee, was ich mache. Ich würde irgendwie so ein bisschen... Ich auch nicht. Ich baue einfach nur erstmal ein bisschen Struktur rein. Wir haben gesagt, dass jeder von uns irgendwie teilweise also selbst aufbauen kann, eigenes Design. Also, dass wir jetzt nicht unbedingt sagen, wir bauen jetzt gleiches Design, was natürlich schöner aussehen würde, aber so kann man wenigstens, weil wir sind halt nun mal unterschiedliche Charaktere. Aber wir wollen halt diese Fläche hier dazwischen so freilassen. Also breiter werden die Häuser nicht. Also mindestens hierhin sollte schon frei sein. Nach hinten raus kann man das ja vergrößern oder so. Richtig. So, deswegen reise ich. Ich habe keine Ahnung, ob das auch nur ansatzweise gut aussieht, was ich hier fabrizieren werde. Das weiß ich natürlich auch nicht, ob sein Haus schön aussehen wird. Meins wird wunderschön. Ah, okay. Aber dann. Bei Ultbull weiß man nie so richtig. Dann wissen wir ja, wo wir wieder abbauen dann am Schluss. Das Problem ist aber. Das Problem ist, ich bin ja wirklich nicht wirklich besonders der Kreativste. Wobei ich bei Minecraft doch, glaube ich, ein paar schöne Häuser bauen konnte. Aber ja. Also, was ich machen werde, ich habe jetzt nämlich Haufen Holz hier gesammelt, weil ich nämlich nicht weiß, ob man die bauen kann. Und ich glaube, man kann die auch nicht bauen. Huch. Da irgendwie stottert das immer in dieser Ecke, wenn ich hier in die Kiste reingucke. Es stottert gerade wie Sau hier in der... Das ist, kaum gucke ich in die Kiste rein. Das liegt an der Kiste, Tenji. Nee, tatsächlich, das liegt an der Kiste. Ich werde... Huch! Oh, hat sich heimgeschlichen hier. Weil mir langsam vor sich hinschleicht. Was ich vorhab, ist nämlich, ich würde gerne einen Holzboden reinziehen. Oh. Ja, das ist doch schon mal. Ja, wir waren ja vorhin auf der Welt, hat der Tenchi vorhin schon mal erzählt. Und da haben wir richtig Ressourcen gesammelt. Ich habe mir hier die ganze Taschen mit diesem Alabaster-Zeug vollgestopft. Ja, weil das war da halt da. Das ist halt einfach etwas helleres Skystone, finde ich. Also, ja, genau. Da, Nikolas Kluschwanz. Der ist schon ein interessanter Name, der nicht von mir kommt. Nö. Okay, dann habe ich ja fast meinen Boden jetzt bald drin. Ich muss ja erstmal alles abhacken. Bisschen nervig. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ich bin auch gerade hier ein bisschen Boden setzen. Auch wenn es, ja, wir wollten ja nicht alles offscreen machen, das ist halt ein bisschen schade. Ja, wenn wir alles offscreen machen, ist blöd, weil irgendwie zu Sky Saga gehört das ja auch ein bisschen dazu, dass man auch ein bisschen was baut. Richtig. Dementsprechend müssen wir das hier jetzt in der Aufnahme machen. Es ist einfach Pflicht. Deswegen haben wir auch bloß die Räume noch stehen gelassen und bloß bis zu den alles ringsherum abgebaut bis zu den Häusern. Also ich hoffe, das sieht auch gut aus mit dem Holz, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Und irgendjemand macht da gerade Boing. Ach so, Schaf. Schaf kommt gerade. Mein Gott, hier steht ja gar nichts mehr. Ja, alles abgerissen. Der war ja vorhin noch da, keine Ahnung. Also man muss schon sagen, es hat echt lange gedauert, das alles abzureißen. Es dürften bestimmt 1-2 Folgen gewesen sein. Locker. Dementsprechend war das schon eine ganz gute Idee. So, nach hinten würde ich mein Haus auch noch ein bisschen verlängern dann. Ja, ich baue mir gerade erstmal eine Grundfläche. Ja, I see. Ja, ich würde auch... gucken wir mal, wie lang wir die Häuser machen. Vielleicht ja auch bis hier hin, wie du es auch gerade gemacht hast. Ja, ich denke mal, allzu viel größer müssen wir das gar nicht machen, weil so viel gibt es ja dann leider doch noch nicht. Ja. Zum Reinstellen. Aktuell zumindest. Ja, ich muss sagen, ich hoffe mal, dass da noch einiges kommt. Vor allem auch die Rechte für die Inseln. Ja. Aber ich glaube, das Spiel updatet nicht in dem Maß, dass immer neuer Content ab und zu mal dazukommt, sondern die machen immer so große Upgrades. Updates. Okay. Deswegen, ja, kriegt man das jetzt so schnell noch nicht mit, ob was Neues in der Mache ist oder wie das halt alles gemacht wird. Oh, so. Wobei ich hätte es vielleicht lieber richtig in den Boden reinbauen sollen. Weil jetzt hat man halt hier so eine Stufe, die man erstmal betreten muss. Und dadurch, dass es keine Treppen gibt, sieht das schon ein bisschen blöd aus. Aber wenn ich das später vielleicht noch entscheiden sollte, werde ich das offscreen machen, weil jetzt rüppe ich den Boden nicht nochmal ab. Wenn ihr Hilfe beim Baum braucht, sagt was. Ja, es geht leider nicht, Nikolas. Es geht leider nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Richtig. Musst du akzeptieren! Das haben wir ja gerade eben schon angesprochen. Das ist ein bisschen sehr schade, aber ja. Ändern können wir es nicht. Eventuell gibt es ja dann später nochmal ein Update mit Rechteverwaltung, Verbesserungen.
werde hier mal ein bisschen weitermachen. Ja, das meine ich halt. Ich hoffe mal, dass die sich da auch darum kümmern, in die Sparte überhaupt was zu machen. Weil es kann ja sein, dass die das als Prioritätenliste ganz hinten haben und dementsprechend machen sie halt auch nichts daran. Ja. Und das wäre ein bisschen blöd. So, ich schau mal kurz. 1, 2. Aber es gibt auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Baustellen in dem Spiel. 6, 7, 8, 9. Die hier ein bisschen überarbeitet werden sollten. Ja. Aber ich glaube, die Macht sitzen da bestimmt dran. Ich meine, das ist ein ziemlich großes Team, was dahinter sitzt. Also, das sollte eigentlich schon ein bisschen was Produktives bei rumkommen. Ich weiß natürlich nicht, ob alle in dem Studio, was die da arbeiten, ob die auch alle an diesem einen Projekt arbeiten. Ich würde es bezweifeln. Ja, also wenn du so ein großes Team hast, so ein großes Team, dann ja, sitzen nicht alle unbedingt an dem gleichen Projekt. Selbst bei Blizzard sitzen nicht alle bei World of Warcraft. Oh Gott, das wäre es ja noch. So. Da wird im Hintergrund wahrscheinlich schon wieder an anderen großen Sachen gearbeitet, wo heute noch gar keiner weiß, die dann erst in 3 Jahren rauskommen oder was. Wer schiebt mich denn hier weg, du Schieb? So, größer Haus. So. Mit Strohdach möchte ich gerne machen. Ich möchte so ein schräges Strohdach vielleicht drauf machen. Muss man mal gucken. Rucksack voll. So, dann kommt hier... Ja, haben wir auch Stroh gesammelt, beziehungsweise Tenshi hat eine ganze Menge gesammelt. Ich habe nur so einen halben Stack. I'm loving Stroh. Und ich habe einen Haufen Holz halt gesammelt, was wahrscheinlich alles für mein Haus drauf gehen wird. Aber du kannst die nicht craften, die Steine. Das ist ein bisschen schade, dass man die nicht... Die Holzblöcke meinst du, ne? Ja, dass man generell auch Steine nicht so craften kann. Man muss die echt auch, abbauen, damit man sie dann verwenden kann. Ein bisschen schade ist es schon. Aber naja, dann kann ich vielleicht hier so mittig meinen Eingang machen. Mach ich hier mit also, so generell würde ich mir auch mehr Building Blocks wünschen. Weil nicht immer hat man leeres Inventar, um mal schnell 3, 4, 5, 6 Stacks Steine mitzunehmen, nur weil sie cool aussehen, wenn man auf Adventure ist, ne? Adventure Time. So, hier gibt es nämlich noch diese extra super mega Alabaster Steine. Die sind ein bisschen heller. Mal gucken, ob ich die jetzt hier vielleicht in den Boden reinmache. So. Guck mal, jetzt ist der Alabaster rot. Gerade war er noch weiß, jetzt ist er schon wieder rot, weil Sonnenuntergang 1, 2, und so. 3, 4. Ich hatte am Überlegen, ob ich das noch weiter nach hinten rausziehe oder nicht. Oh, Gumball. Gumball. Nee, warte mal, wie spricht man das aus? Sagst du das lieber? Gumball. Gumball. Ja, soll irgendein Rennen sein in Gumball 2000 oder so heißt das Ganze, oder hieß das Ganze, oder Gumball 3000, ich bin mir nicht sicher. Irgendwie dieses lustige Autorennen da. Illegal in Deutschland. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Das ist doch, glaube ich, so voll... Ich glaube, da haben auch mal, Joko und Klaas haben, glaube ich, auch mal mit dran teilgenommen. Aber nicht ganz sicher. Ja, das ist aber eher sowas so Promi-mäßiges, oder? Also das ist so... Ja, es sind so sehr viele Scheichs und sowas. Ja, ja, so reiche Fuzzis sind da unterwegs. So. Ja, ja. Also Fuzzi ist vielleicht ein bisschen böser Ausdruck, aber doch, Fuzzis meine ich schon. Reiche Fuzzis. Die von der Oberschicht. Die von der Oberschicht, die ich nicht leiden kann. weil ich so neidisch auf die bin. Genau. So, von vorne sieht das jetzt schon mal so aus. Die Tür ist noch ein bisschen groß, außer ich mache tatsächlich so eine Türeingang. Wo ich so eigentlich doch auch ganz gut finde. Aber ich glaube, ich werde wirklich den Boden einlassen mehr. Es wird dann mehr in den Boden richtig reingelassen. Das Holz. Ich mag diese Treppen nicht, die sehen so riesig aus. Wenn ihr immer, das ist ja, müsst ihr euch vorstellen, ihr wollt irgendwo in ein Haus gehen, müsst aber erstmal so hochklettern, so die Hälfte eurer Körpergröße muss man erstmal über einen Stein hochklettern. Das sieht schon kacke aus. Schade, dass es keine richtigen, richtigen Treppen schon gibt zum Basteln. Schade. Eventuell. Hey, wie gehen die Emoticons? Gibt es ja sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Emoticons gehen, wenn du Enter drückst, dann hast du hier unten diese Dinger. Und dann kannst du so winken. Hallo! Und dann kann man hier dancen. Oh, oh, oh. Ach, so. Da. Okay, taunt. Oh, hey, taunt ist cool. Okay. Mach mal taunt. Ja, hab ich schon. Das hat mir vorhin auch jemand von den Zuschauern, als wir gefarmt haben, direkt in mein Gesicht gemacht.
Das Schwein. Einfach seinen Arsch in mein Gesicht gehalten. Entweder ich mach's so, dass man vielleicht hier noch hochgehen kann. Ich werde das alles dann so in den Boden einlassen. Das mache ich dann. Wird gerade super dunkel hier. Ich mach mal irgendwie ein Torchi. Pferd brauche ich gerade nicht. Schauen wir mal. Wir setzen einfach mal ein bisschen Torches hin, damit das hier ein bisschen heller wird, weil es extrem dunkel gerade. Ja, ich habe auch gerade welche gesetzt. Weil ich einfach mal dunkel ist. Und dunkel ist doof. So hoch wird das dann gemacht. Dann kommt dann da das coole Dach drauf. Wenn man jetzt hier drin steht, ist es, glaube ich, wirklich hoch genug. Wie gehen wir denn da hoch? Ja, es ist aber cool, dass jeder für sich halt mal was baut, weil dann lohnt es sich auch richtig mal auf die anderen Dings zu schauen, ne? Yep. Das ist immer was ganz Feines. So, mal gucken, wo ich jetzt... 4. Okay. Ich mag das Bauen immer noch hier. Auch wenn ich von einigen Seiten schon gehört habe, dass das hier super anstrengend und nicht so toll sein soll, aber ich finde das Bauen hier deutlich besser wie in Minecraft. Naja, was ein bisschen anstrengend ist, ist, glaube ich, die ganzen Sachen erstmal in die Hand nehmen zu müssen. Ja, okay. Weil man nicht so viel Slots hat und alles. Und, ja. Ja, aber es gehört ja dazu. Also, wenn man jetzt was Großes bauen will und mit öfters die Blöcke wechselt, dann gehört das schon irgendwo dazu, wie gut das Wechseln der Blöcke und sowas vonstatten geht. Finde ich. Ich werde hier aber auch ab und zu mal 1, 2, 3, werde ich auch mal alle drei Dinger vielleicht das machen? 1, 2, 3. Klack, 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 klack. Hä? Von hier drinnen sieht man das gar nicht. Achso. Also 1, 2, 3. Klack, 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 klack. Alter, auf einmal kommen sie wieder alle. Woher wissen die das? Alle kommen sie wieder an, ne? Haben die das mitgekriegt oder wie? Ich weiß nicht. Vielleicht gucken sie gerade irgendwas. Vielleicht sind wir ja doch live, Tenchi. Hä? Wie sollen wir denn live sein? Ich weiß es nicht. Bist du im Vielleicht gibt es ja irgendwo was. Vielleicht sind wir ja irgendwo, keine Ahnung, geheim irgendwo aufgenommen worden. Hä? Was weiß ich denn? Vielleicht hast du irgendwo deine Webcam angezapft oder so, die dann irgendwo. Scheiße, die gucken mir zu. Wird. Oh nein, da muss ich mir doch eine Hose anziehen. So. Wer weiß, der Ultimo macht vielleicht gerade einen Livestream nebenbei. Das wäre aber auch mal cool. Also das so versehentlich einen Livestream machen? Ja, ne, das sind ja dann quasi diese macht ja Kronk ab und zu mal live Let's Play Aufnahmen. Genau, live Let's Play. Aber ich glaube, das wäre für einige Leute etwas zu langweilig. Also für jemand wie Kronk, der so groß ist, da ist es bestimmt interessant, dass die Leute dann live zuschauen können. Aber ich glaube, wenn wir das machen würden, das wäre denen zu langweilig. Aber du hast nur die Aufnahmen hochgeladen, aber oder hast du mal direkt Na doch, habe ich auch gemacht? Schon mal gemacht. Habe ich auch schon mal gemacht, ja, mit Crash Landing. Hier oben ist die Zuschauertribüne. Lol. Warte, ich setze die mal ein bisschen Licht, damit die ein bisschen Licht haben. Zuschauertribüne? Wo denn? Hier oben haben die einfach. Ach so. wir müssen sowas echt bauen. So eine Tribüne? Ja. Da habe ich vorhin schon drüber nachgedacht. Aber das können sie dann vom Turm aus machen. So, haben sie Licht. Weil das soll ja hinten im Eingang noch der Turm werden. Und da machen wir dann eine schöne Wendeltreppe oder sowas hoch. Oder generell irgendwie eine Treppe hoch. Wir könnten... Ja, doch. Das ist gut. So, ich werde jetzt noch ein bisschen abreisen müssen. Es tut uns natürlich leid, dass wir jetzt da die Zuschauer da oben stehen lassen. Aber ich hoffe, dass sie das auch dann, dass sie das verstehen können. Dass wir jetzt natürlich nicht die ganze Zeit mit denen herumalbern. Die ganze Zeit. Ab und zu vielleicht. Wir haben auch heute auch ein bisschen, die ganze Zeit auch nur am Farm, also was heißt Farm, alles vorbereiten. Da muss man ja sehr viel abbauen. Kostet natürlich alles Zeit, deswegen haben wir da jetzt auch nicht großartig rumgealbert vorhin mit den Zuschauern. Sondern haben halt schnell krass abgebaut. Sind uns alle mit ihren Tickets nachgejoint. Ja, das fand ich geil. Aber anscheinend, der Ultima hat gesagt, anscheinend die Tickets, die man hat, die füllen sich anscheinend wieder auf. Jetzt habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal anscheinend in einen Satz. Anscheinend habe ich jetzt... Mein Ticket ist auch wieder aufgefüllt, was ich vorhin benutzt habe. So. Aber das mag vielleicht auch an unseren VIP-Accounts liegen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, und Alpha generell, ne? Das kann ja sein, dass das später dann ganz anders wieder aussieht. Weil es gibt ja aktuell noch gar keine Möglichkeit, sich diese Tickets hier zu kaufen. Also gibt es noch gar nichts. Ja. Gibt keinen Shop.
gibt es einfach nicht. Das ist so traurig. Ich finde das traurig. So, und weil ich hier eh schon gerade das neue Gebiet aufbaue, also das, die vergrößern, kann ich auch gleich hier unten dann den Boden richtig einlassen. So wie sich das gehört. Toll, jetzt habe ich den Stein da gehauen. Ja, sieht ganz komisch aus. Warum haust du irgendwelche Steine, ey? Bau dein Haus. Ich habe zu weit abgebaut. Bau dein Haus. So. Ich bin dabei, Tenchi. Ich bin von dabei. Von da hinten geht's auf jeden Fall. Haut schon mal hin. Und von der Breite müsste ich bis hier hingehen. So. Vielleicht ein bisschen viel abgebaut. Kann ja passieren. Aber von der anderen Seite doch wieder zumachen. So. So. So soll das auch manchmal auch die andere. Die, also das hier soll auch so tief noch werden. Aber das möchte ich dann offscreen machen. Tenchi hat voll das schöne Holz. Ich habe überhaupt kein Holz. Ja, guck. Ich habe das ja abgebaut. Also ein bisschen habe ich hier, 20. Nee, das sind braune Steine. Ich habe kein Holz. Ich kann dir ja vielleicht mal was Clay abgeben. Clay. Nee, mach noch. Ich kann dir zwei Stacks abgeben, wenn du willst. Ja, vielleicht für den Fußboden. Wieso stottert die Kiste immer? Jedes Mal, wenn ich da reingehe, dann geht die FPS total in den Keller. Nur weil ich die Kiste aufmache. Zwei Stacks könnte ich sogar einsammeln. So, mal gucken. Hier ist ein Stack. Yay! Hier ist zwei Stack. Tenchi hat nämlich vorhin richtig viel Holz abgebaut. Falls du Dings brauchst, sagst du Bescheid, ne? Alabaster und so. Ja. Aber ich glaube, da hast du auch viel abgebaut. Ja, habe ich auch sehr viel. So, weiter kann ich nämlich hier einen schönen Holzboden reinziehen. Zumindest innen. Eins, zwei, drei. Da muss aber wieder hier erst der alte Boden raus. Na toll. Gerade reingemacht und gleich wieder rauskloppen. Das passt perfekt. Das ist ja geil. Huch. Das passt perfekt. Wer hätte das gedacht? Wie der Rasen halt unter dem Zeug gar nicht hier dirtig wird, sondern... Der wird nicht dirtig. Nee, der wird nicht dirty. Eins, zwei, drei. Ach, ich hab wieder... Na toll, ich Idiot. Du bist so ein Idiot, Herr Oldbull. Ich wollte gerade schnell bauen, habe aber in der einen Hand was anderes wie in der anderen. Ja, das habe ich aber auch gerade gehabt. Kann das sein, dass du das gleiche machst wie ich? Doch. Ich verbrauche mich auch ständig. Boden. So. Also von innen sieht man dieses Ding hier nicht wirklich, aber von außen sieht man das dann. Ich guck mal bei Tenchi. Hier wirst du nicht viel finden. Ach, hier machst du deinen Eingang, okay. Ja, ich dachte mir, weil ich das so schön symmetrisch und so. Und der ganze Boden wird noch nach unten verlegt. Das mache ich aber offscreen. Das wird dann so tief wie hier. Weil ich mag das nicht. Guck mal, das Ding ist so halb so hoch wie man selbst. Und das als Treppe, na, mag ich. Also gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Deswegen dachte ich mir jetzt, da mach ich das. Ja, ich bin auch am Überlegen, wie ich das Ganze mache. Ich würde ja gerne vorne so eine Stufen oder sowas reinmachen. Allerdings gibt es, wenn man hier mal so die Baublöcke durchguckt, nicht wirklich viele Alternativen zu bauen. Und Woodrods kann man, glaube ich, nicht setzen. Aber da sieht man mal, wie krass dann Minecraft einen geprägt hat. Ich würde am liebsten irgendwelche Treppen bauen und so. Ja. So, sieht doch schon ganz gut aus. Also das Problem ist natürlich, jetzt hat man bloß einen großen Raum. Ja. Da jetzt noch irgendwie... Gut, man kann ja später vielleicht noch anbauen, dass man vielleicht auch noch ein Schlafzimmer hat. Ich habe eigentlich schon für zwei Räume gesorgt. Echt? Dann muss ich gleich mal rübergehen und gucken. Ach so, du bist noch viel weiter hinter als ich. Du bist ein bisschen weiter hinter, glaube ich. Ja, ich habe das Ganze ein bisschen weiter nach hinten gewendet. Ja, meine Intention wird ja dann sein, die ganzen Sachen, die hier rumstehen, auch umzubauen, woanders hinzumachen. Ja, aber ich kann das ja wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen sortiert. Ich hätte auch gerne Schilder, wo ich so ein bisschen die Kisten benennen kann oder so. Was da drin ist und so. Aber ich kann ja hier auch noch anbauen. Man ist ja doch jedes Mal wieder am Suchen, wo habe ich denn jetzt das reingeschmissen? Ja, da baut man sich einfach hier so ein... Ja, eine Tür passt hier nicht so richtig rein. Außer eine kleine. Dann mache ich eine kleine Tür dann einfach da rein. Später, nicht jetzt. Alles später machen. So, ich gucke auf die Uhr. Oh mein Gott, das sind 30 Sekunden bloß noch. Schnell. Fertig werden. Oh mein Gott. Tja, Leute, die nächste Folge wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was werden. Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen gebaut werden. Da gehe ich ganz stark aus. Das muss. So, der alte Stein muss weg. So. Holz ist, glaube ich, egal. Seltsam, die bauen hier eine Aufnahme und wir chatten.
Ja, ne, aber doch, die Zuschauertribüne wäre echt was Geiles. Da können wir ja, dann nicht so. Dadurch, dass wir immer Donnerstag aufnehmen, werden ja wahrscheinlich immer dann irgendwie welche da sein. Ja. Und dann kann man da echt eine geile Zuschauertribüne machen. Vielleicht ein bisschen näher als die, wo das, was die da machen. Ich weiß nicht, wie viel man von da hinten sieht. Ah, die sind ja schon näher dran jetzt, sehe ich gerade. Wie Zombies, weißt du, guckst nicht hin. Einmal ja, ja. Drehst dich wieder zurück, auf einmal sind sie schon da. Du kennst doch Doctor Who. Ja, den kenne ich. Mhm, siehst du? Kennst du da die Engel? Geil. Ja, so sind die. Okay, bei mir blinkt's jetzt. Sind halt unsere Engel, unsere Zuschauerengel. Bei mir blinkt das gerade. Also das was? Heißt, es blinkt? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, das ist mein das Counter. Und für alle, so. Die das überhaupt nicht verstehen, wir sagen das ja öfters in der Aufnahme, das blinkt schon. Wir haben auf dem Zweitmonitor meistens so einen Counter laufen und der zeigt uns dann an, der blinkt dann, wenn die Zeit abgelaufen ist. Richtig, damit wir nicht zu lange Folgen machen. Immerhin für euch vielleicht ganz cool, aber für uns, wenn wir dann so Tage wie Großaufnahmen machen, also wir jetzt zum Beispiel am Dienstag haben wir ja 10 Folgen am Stück aufgenommen und wenn da mal die Folgen immer nicht ganz gleich lang sind, kann das sehr, sehr lange dauern. Ja. Ja, also wenn man da mal 40 Minuten statt 20 Minuten macht, ist vielleicht ganz cool mal, aber wenn das dann die Regel wird, werden aus 4 Stunden Aufnahme ganz schnell 8 Stunden Aufnahme. Ja. Und weil der Ulbe wieder so viel labern musste gerade, haben wir wieder sind wir auch schon überzogen. Wieder okay, dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge. Ja. Wo wir auch noch ein bisschen bauen. Bauen. Ja. Tschüss.